Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf dem Kanal bei der A&M. Heute ist es ein sehr, sehr interessantes Video, denn wir sind hier zu Gast bei einer Tagung von einem Möbelverband, von dem EMV. Das ist ein europaweit tätiger Möbelverband und wir haben hier eben einen Vortrag. Wir sind jetzt hier gerade angekommen und das Ganze wird eben so ablaufen, dass Alex und ich referieren zu den Themen Recruiting. Das heißt, wie schafft man es eigentlich als Arbeitgeber, sich attraktiv darzustellen und sich attraktiv am Markt zu machen, sodass man eben mehr Bewerber bekommt. Und auch, wie schafft man es, dass die Mitarbeiter auch bleiben und dass man die Mitarbeiter auch gut ongeboardet bekommt in seiner Firma, dass es eine gute Einarbeitung gibt. Und das Ganze machen wir hier. Wir sind hier als Speaker eingeladen vom EMV. Und das Event findet dann morgen statt. Wir sind jetzt hier gerade angekommen und wir nehmen dich heute mal mit und zeigen dir ein paar Eindrücke von diesem, von dieser Veranstaltung. Und let's go! The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. So, willkommen zurück. Wir sind jetzt fertig mit den Vorträgen und mit unserem Input beim EMV. Und war eine coole Veranstaltung. Wir haben dort sehr viel Input zum Thema Mitarbeitergewinnung eben gegeben. Da waren eben Gäste, die Möbelhäuser haben, also die Inhaber. Und dort haben wir viel Input reingebracht zum Thema, wie kann man sich eigentlich als Arbeitgeber attraktiv machen. Und was mich besonders beeindruckt hat, war eigentlich, obwohl es so ein starker Painpoint eigentlich ist bei den Möbelhäusern, die auch vor Ort waren, kümmern sich die Geschäftsführer zwar sehr darum, aber es ist nicht es ist nicht so ein krasser Fokus da. Also das habe ich als Erfahrung gemacht einfach, dass auch die Teilnehmer selber gemerkt haben, dass sie einfach noch viel, viel mehr Wert und auch viel mehr Zeit da rein investieren müssen, als Arbeitgeber attraktiver zu werden. Ne? Obwohl es halt der Engpass bei jedem dort war, kann man so sagen, wie es ist, fast jeden. Ja. Wird trotzdem gefühlt auf die Kundengewinnung immer noch mehr Fokus gelegt als auf die Mitarbeitergewinnung. Ja. Und es ist einfach, es wird dem Ganzen in vielen Fällen einfach nicht gerecht. Man müsste halt noch viel mehr Fokus drauf legen und dann wird auch was draus, dann kriegt man noch Leute. Ja. Aber solange das halt so ist, solange ein Mitarbeiterthema halt nur dann relevant ist, wenn man wirklich gerade Leute sucht und dann auch nur so nebenbei, wenn man Zeit ist, wird es halt schwierig. Ne? Aber ich denke, da haben wir bei den Leuten sicherlich auch ein paar Ideen, Inspirationen reingebracht, ne? Wo auch einiges sicherlich übernommen wird, um einfach nochmal auch auf ein anderes Level zu kommen. Ja. Also was ich halt krass finde, ist, dass Leute echt wirklich auch Probleme haben, auch Sachen anzusprechen in ihren Betrieben, ne? Teilweise, wenn irgendwas nicht richtig läuft oder so, weil sie dann so Angst haben, dass ein Mitarbeiter gehen könnte, dass man schon fast ein Stück weit unter Druck steht und sagt, okay, ich möchte ja nicht den Mitarbeiter kränken, weil dann könnte er den Job hier verlassen oder wechseln. Das fand ich halt extrem krass und wir haben halt nochmal das Thema forciert, dass halt deine Aufgabe als Geschäftsführer auch ist, ist halt einfach dich um das Thema Mitarbeiter zu kümmern. Ne? Also entweder das Ganze eben abzugeben an einen Profi, der das macht, oder eben das Ganze selber so in die Hand zu nehmen, dass du zumindest dir auch als Geschäftsführer mal Zeit blockst. Das haben wir eben auch empfohlen, den Teilnehmern dort einfach mal überlegen. Das erste ist nämlich, dass die Leute in der Regel gar kein Bewusstsein dafür haben, wie viele Bewerbungen eigentlich reinkommen. Ja. Und wie viele Bewerbungen früher mal reingekommen sind und was man in der Zeit anders gemacht hat. Ne? Wir haben darüber gesprochen, es wurden Werbemaßnahmen gemacht und dann aber gar nicht gemessen, ob das dann zu mehr Bewerbern wirklich geführt hat, sondern es ist so eine Gefühlsgeschichte gewesen. Und da haben wir dann mal so das Bewusstsein geschärft, dass mal der allererste Schritt ist, zu messen, wie viele Bewerbungen bekomme ich eigentlich pro Monat oder pro Woche. Ne? Der ein oder andere, der wird sehr wenig bekommen. Ja, da reicht es, das vielleicht auf Monatsbasis zu machen. Andere bekommen mehr, da macht es auf Wochenbasis mehr Sinn. Aber einfach mal das Bewusstsein zu schärfen, weil eine Kennzahl, die man misst, nämlich die Anzahl der Bewerbungen, die führt automatisch dazu, dass man diese Kennzahl entweder wachsen lassen kann oder dass sie so bleibt, aber zumindest man hat das Auge drauf, sie ist im Bewusstsein. Und das führt eben dazu, dass du halt auch einfach im Unterbewusstsein auf Ideen kommen wirst, die dazu führen, mehr Mitarbeiter zu finden. Ne? Ja, man muss halt sagen, dass das Spannende ist halt immer,
die Leute, die da jetzt waren, die waren jetzt digital nicht schlecht aufgestellt. Also EMV kümmert sich halt schon darum, dass die Leute wirklich schon gut dastehen und dass die halt schon viele Dinge auch richtig machen einfach. Ne? Und da sind die halt auch schon irgendwo führend. Und trotzdem ist noch mega viel Luft nach oben. Und das ist halt was ich auch immer so faszinierend finde. Trotzdem, selbst die Leute, die schon am weitesten sind, die schon auch alles, was wir sagen, so würde sagen, ja krass, finden wir interessant, würden wir annehmen. Selbst da ist immer noch ganz viel Luft, wo man richtig viel noch machen kann einfach. Und wo auch das Handwerk generell noch ein ganzes Stück einfach wachsen kann, in dem, wie es halt wahrgenommen wird und wie es auch selber arbeitet. Was würdest du sagen, was war so die größte Erkenntnis der Teilnehmer? Also was hat sie so am meisten abgeholt oder was war so am interessantesten jetzt für Sie oder am neuesten? Also ich hoffe, dass es der Gedanke ist, sich einfach ein bisschen Zeit zu blocken, ja, und sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil das wäre eigentlich, unabhängig von allem, was wir gesagt haben, so das Wichtigste, weil dann alles andere eh wieder aufkommt. Ja. Ich denke, was viele sehr interessant fanden, war dieses Thema systematisches Onboarding. Mhm. Also wirklich mal den Leuten eine Mappe in die Hand zu geben, sie sehen, wie läuft das tatsächlich ab bei mir. Mhm. Nicht einfach nur sagen, hey, du bist jetzt da, los geht's, ne, sondern dass die Leute wirklich einen Prozess durchlaufen. Muss es auch nicht digital komplett sein, kann auch physisch theoretisch sein. Ja. Aber dass sie einfach sehen, ich bin hier und ich fühle mich abgeholt. Ne? Ich bin jetzt nicht irgendwie ein Klotz am Bein die nächsten paar Monate von irgendjemandem, sondern ich fühle mich wirklich abgeholt, ich bin direkt ins Team integriert und es kann direkt gut losgehen. Ich glaube, das war auch so ein Punkt, wo viele auch gesagt haben, ja, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Wir wissen das eigentlich, dass wir es brauchen. Mhm. Wir wissen, dass es nicht gut ist und wir haben es bisher aber noch nicht gemacht. Ja. Und da haben wir denen dann halt auch Sachen mitgegeben, die wir sonst halt nur bei uns in der Mastermind teilen, wo es dann halt wirklich darum geht, auch Strukturen schnell einzubauen. Dass man halt nicht Monate braucht, das zu schaffen, sondern das in ein paar Tagen erledigen kann auch. Ja. Ich fand halt einen Satz von einem Geschäftsführer ganz lustig. Der hat gesagt, da haben wir darüber gesprochen, wie man halt die Bewerbungsgespräche und so weiter auch systematisieren kann, dass da eben auch das Mitarbeiter und so weiter im Betrieb auch übernehmen können, diese Einstellungsgespräche. Ja. Und dann meinte ein Geschäftsführer zu mir, naja, weißt du, wir sind meistens selber viel aufgeregter auf das Bewerbungsgespräch als der Bewerber selber, weil so selten wirklich Bewerbungen reinkommen. Ne? Also das fand ich halt, Der Bewerber fühlt mehr Bewerbungsgespräche als der Chef. Genau, ja, tatsächlich, ja. Und das finde ich schon krass. Und das kann halt nicht sein, dass du einen Betrieb führst und du dich quasi in so einer Ohnmacht befindest, dass halt wirklich gar keine Bewerbungen reinkommen. Das kann halt nicht sein. Wenn das so bei dir ist, dann musst du auf jeden Fall auch was tun. Also ich habe auch in den vergangenen Wochen mit Geschäftsführern gesprochen, die sagen, ey, bei mir kommt alle paar Monate mal eine Bewerbung rein. Das geht gar nicht. Ne? Du brauchst eigentlich einen kontinuierlichen Strom an Bewerbungen, dass du entweder halt zum einen natürlich deinem Wachstum gerecht werden kannst, wenn du wachsen möchtest, aber auch natürlich innerhalb der Belegschaft gibt es auch immer den einen oder anderen, der vielleicht nicht so gut performt, wo du schon länger sagst, naja, da bin ich mir ein bisschen unsicher bei der Position, da würde ich ganz gerne vielleicht auch jemand anders einsetzen. Ja. Ne? Und diese Möglichkeit hat man dann eben auch, wenn man konstant Bewerbungen hat. Ja. Bewerbungen heißt ja auch nicht immer wachsen oder Mitarbeitersuche, sondern du willst vielleicht auch einfach dich besser aufstellen in manchen Bereichen. Ja. Also das waren so ganz wichtige Punkte. Wenn du sagst, da ertappe ich mich bei dem einen oder anderen, dann kann man das auf jeden Fall ändern. Man kann auf jeden Fall dafür sorgen, dass du auch für deinen Betrieb mehr Bewerbungen bekommst. Ja, in allen Bereichen, ob das jetzt Verkauf, Beratung, Montage, Büro, Vertrieb, egal wo das ist. Wenn du da Unterstützung brauchst, melde dich gerne bei uns. Ja, du erreichst uns über die bekannten Wege am-beratung.de, verlinken wir dich auch unter dem Video. Ja. Ansonsten findest du da auch den Link. Da kannst du dich anmelden zu einer kostenlosen Potenzialanalyse. Das bedeutet, wir schauen, welches Potenzial auch im Bereich Recruiting gibt es in deiner Region, wie viele verfügbare oder wie viele Talente gibt es dort, auf die wir zurückgreifen können. Und wenn das Ganze passt, dann bekommst du eben ein intensives Beratungsgespräch, kannst schauen, okay, wie kann so eine Mitarbeitersuche für dein Unternehmen ganz genau aussehen. Da hast du deinen Strategieberater an der Hand, der dir alles zeigen wird. Und wenn das für dich interessant ist, melde dich einfach mal an, klick da drauf und vielleicht finden wir zusammen irgendwann die richtigen Bewerber für dich. Ich fand das mega interessant. Ich denke, die Teilnehmer hier beim Event haben auch einiges mitgenommen. Und wir machen uns jetzt wieder auf den Weg nach Hannover. Wir sitzen hier gerade am Flughafen. Und ich freue mich, dass du mit dabei warst. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich im nächsten Video. Und bis dann. Ciao. Ciao.